Drei Kondensatoren gleicher Kapazität werden parallel geschaltet und anschließend in Serie. Wie groß ist jeweils die Gesamtkapazität der Schaltung und was schließt du daraus? Die drei Kapazitäten C1, C2 und C3 haben denselben Wert, den wir mit C0 kennzeichnen. Gefragt werden die Kapazität, wenn man die drei Kondensatoren parallel schaltet, und die Kapazität, wenn man die drei Kondensatoren in Serie schaltet. Um den zweiten Teil der Frage nicht zu vergessen, habe ich hier ein Fragezeichen eingefügt. Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren erhält man die Gesamtkapazität als Summe der Teilkapazitäten. Also hier in unserem Fall erhalten wir C-Index parallel gleich C1 plus C2 plus C3, das heißt 3 mal C0. Wir halten das fest, die Gesamtkapazität bei der Parallelschaltung beträgt das Dreifache von diesem Wert C0. Bei einer Serienschaltung von Kondensatoren erhalten wir die Gesamtkapazität anhand der Teilkapazitäten durch diese Formel. In unserem Fall gilt also 1 auf C-Index S gleich die Summe dieser drei Brüche, also die Summe dieser drei Brüche, und das macht 3 geteilt durch C0. Daraus schließen wir, dass CS geteilt durch 1, also CS, gleich ist zu C0 geteilt durch 3, also so. Wir sehen, dass die Gesamtkapazität bei der Parallelschaltung das Dreifache von dieser Initialkapazität ist und die Gesamtkapazität bei der Serienschaltung, das ist ein Drittel von dieser Anfangskapazität. Daraus schließen wir, dass die Kapazität bei der Parallelschaltung der Kondensatoren viel größer ist als die Gesamtkapazität bei der Serienschaltung.